Moin Leute! Hallo und herzlich willkommen in diesem wundervollen Tag einer neuen Mekabellum-Runde. Letztes ist ja nicht so gut gelaufen, wa? Hätte ich nicht mehr gegen werden können. Na naja, gut. Lernen und lernen und lernen und lernen und lernen und lernen und lernen. Ich nehme gerne Anti-Small und Anti-Alles gegen. Mal schauen, was der Gegner so vor der Runde hat sozusagen. Wir werden das sehen. Ich habe gerade jetzt einen sehr, sehr interessanten Druck am Laufen, deswegen gucke ich mal ab und zu mal ein bisschen nach. Von mir aus gesehen links. So, der hat Anti-Small und Rush, aber wir lassen uns davon überhaupt gar nicht in die Suppe spucken. Das interessiert uns einen Scheiß, dann soll er uns rushen, versuchen. Unser Anti-Small wird definitiv hinten bleiben. Ja. Und dann ist es gut. Da, wo kommt er? Links oder rechts? Ich habe so das Gefühl, dass die meisten Gegner, wenn sie rushen, links aufstellen. Deswegen würde ich schon irgendwie gerne so, ja, so links so ein bisschen. Ah. Oh. Gar nicht. Er lässt mich also auch kommen. Das ist aber auch mehr als in Ordnung. Da freue ich mich drüber. Weil jetzt passiert nämlich eine elendige Zeit gar nichts. Und wenn die an zu schießen fangen, dann rollen die da genau oder passt genau drauf rein. Oh, und Elite ist da! Halleluja! Ja. So, guck mal hier. Ja, ich gewinne das, er gewinnt dafür meinen Turm. Ja, genau, mach die nur kaputt. Wo ist meine Maus? So. Das ist jetzt aber auch fies. Dass die da nicht rankommen. Und er sich dann abknallen lässt. Und einen so einen dummen Steelball, ne? Ah, ist schon, ist schon. Ist schon hart. So. Gut. Ja, das behalten wir mal im Hinterkopf, dass wir das so haben wollen. Auf jeden Fall hat der Steelball jetzt aufgelevelt. Und wir müssen ihn töten. Auf die eine oder die andere Weise. Aber er muss sterben. Ich bin ja schon Luft. Ja. So, und wir messen aus. Das wäre ungefähr, oh, hier vorne kommt der erst irgendwie da rein. So. So, da vorne kommt er rein. Ja, ehe der da rumgelaufen ist, ne, das dauert ja auch ewig. Der ist schon aufgelevelt. Oh nein. Das machen wir nicht. Wir sorgen dafür, dass wir hier nicht so richtig hart. Genau. Deswegen. Ja. Deswegen. So, die Rakete kam ja wohl Sahne oder was? Ich habe die jetzt nicht genau gesehen, ne? Aber die kam schon Sahne.
So. Jetzt ist er... Ich hab halt... Also, ja, also in dem Game-Status, weißt du, da schneide ich so gut ab. Und nachher kacke ich gleich so richtig hart mir ins Fell. Ist doch schlimm. Ist doch einfach nur schlimm. So. Die Vogelspinne. Spielball ist ja Hardcounter zu Vogelspinne fast. Aber diese ollen Spinnenbots, wenn die in diese scheiß Viecher da reinfallen, dann sieht es schon wieder anders aus, ne? Letztendlich schmelzen die Spielball ja alles weg. Ja. What is it? Geringste Übel. Das ist die Frage. Der hat halt einfach nur Umpf. Ne? Der hat halt einfach nur Umpf. Und fertig. So, guck mal hier. Den lassen wir auch gar nicht ablenken. Ja, aber... Ja, der hat da reingeknallt, ne? Das ist so. Der hat da echt Feuer gegeben, ne? So, holen wir noch so ein. Und tatsächlich auch noch so ein. Ja, das hatte ich irgendwie gerochen. So, 18.000. So. Ach, du Scheiße. Ja. Aber hat ja immer noch keine Anti-Air. Ignoriert er die Dinger da oben oder was? Nee, das machen hier seine Freaks machen das. Damit haben die doch Spaß. Damit haben die aber wirklich Spaß. Damit haben die aber richtig Spaß, Alter. Damit haben die wirklich richtig Spaß. Gut, ich brauche hier eigentlich noch so einen kleinen Schutz vorne. So, ich würde die gerne aufleveln. Und würde die aber weiter hinten halten wollen. Und auch aufleveln. Ja, schon die, aber... Ja, schon so. Ach, habe ich gar nicht gemerkt. Naja, dann bin ich halt diese Runde tot. Guck mal. Weg, weg, weg. Hier ist keine Truppe mehr. Guck mal, wie das sich so schön zusammenknubbelt hier vorne an der Bahnschiene. Seht ihr das? Aber gut, er hat hier Dinge rausgenommen. Nein, gewinn die! Ich hab die Seite gewonnen. Ich hab die Seite da gewonnen. Das ist ja unfassbar, trotz seines Scheiß da. Scheißen Dreckenbots. Ja. Guck mal hier, da kriegen wir doch einiges weg von. Guck mal da. Da kriegen wir die alle weg. Ah, so würde ich die natürlich voll wegkriegen, ne?
Ja, das will er jetzt auch wissen. Er hat Raketenabfänger. Ich würde EMS ausgeben. Und natürlich noch mehr Raketen. Logisch. Ja, da steht er jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Ach so, weil die da ein bisschen anders stehen sozusagen. Aber wir werden... Ach so, die fahren hier alle nach links. Verstehe ich gar nicht warum. Ja, und sonst noch. So, der stoppt schon mal. Die knubbeln hier beide so geil an der Bahnschiene. Ja, jetzt ist hier die Scheiße aus. Aber hier knallen sie die auch weg, ne? Ach so, der Marksman, der ist dabei. So, der Marksman ist dabei. So, nimm das, was alles kontert, aber... Oh, der und wenn alle von dem hier gekonnt hat, alle Mann. So. So. Der Marksman macht es. Er hat schon Schilder auf seinen Freaks. Mach ich auch. So. Da musst du noch mehr holen. Das ist mir dann auch so scheißegal. Oh. Ah, ich hab den gar nicht umgestellt. Ja, dann läuft der da jetzt ja hinterher. Der da. Roundabout. Ich hab den gar nicht umgestellt. Ja, mit Reichweiten-Upgrades sollte ich da eigentlich instant rankommen. Der Panzer hier ist halt sein Messias, ne? So. So. Sein scheiß Raketenabfänger, er kann mich mal damit völlig am Arsch lecken. Aber so was von. Oh, ein Anti-Referenzmodul, ne? Leveln will ich eigentlich nichts Besonderes. Schildabwurf ist nice to have für dann.
jetzt noch dir auch noch ausgebe. Bin ich denn dran? Passt, ne? So. Ich hole mir mal den Verkaufsbutton. Es wird ja irgendwann wird ja dazu kommen, dass er vielleicht eine Kriegsfabrik spielt. Der ist wichtig, den nehmen wir mal mit. So, was machen wir jetzt noch? Eigentlich müssten wir hier mal Feuer ausgeben. Noch mehr Panzer. Ich krieg seinen Pister nicht tot. So, wie viel Panzer hat er denn hier? Das spielen wir mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit Reichweite und alles. 3, 4, 5, 6. So, wir haben 6, aber wir brauchen alle 3 Upgrades. Wir brauchen alle 3 Upgrades. Wir brauchen Feuerreichweite. Crawler. Lohnt sich denn jetzt wer gar nicht mehr? Ja, lohnt sich eigentlich alles, was wir so haben. Na, dann ist das so. Er hat seinen Rhino verkauft. Das war ja dumm. Ja. So, und jetzt packen wir nämlich die Scheiße da einfach ab. Er kriegt nämlich das Feuer nicht da vorne aus. Dadurch hat er keine oder wenig Modelltanks. Wenig bis keine Modelltanks. Ah, dazu kommt jetzt noch der Drop. Und jetzt werden seine Panzer runtergefräst. Er kann mich mal am Arsch lecken mit seinem Scheiß da. So. Meine Marksmen schießen schon auf ihn. Aber da ist es dabei, ist es überhaupt nicht schlimm. Und das war's. Abflug.
Ja, GG. Ja, dankeschön. Ne? Das haben wir doch wieder gut hingekriegt. Also, Raketenabfänger sollte man schon strong spielen, denn das kann unter Umständen ganz schnell losgehen. Tübi, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, Freunde.